Hi Leute, willkommen bei Testesser. Wir sind der Olaf und Hallo. die Yvonne von Gameflavor. Und der Olaf hatte diese Woche ein besonderes Leckerchen zum Probieren. Und zwar hatte er Madden NFL 19. Und ja, letztes Jahr war ja ganz prägnant eine ganz große Neuerung, Longshot, was dieses Jahr auch enthalten war. Wie war Longshot für dich? Muss ich ganz klar sagen, leider der schlechteste Teil des ganzen Spiels. Also das war das schlechteste Element des Spiels. Longshot hat ungefähr 3 Stunden verfolgt, wieder Devin Wade und Colton Cruz in ihrer Geschichte. Setzt da an, wo die letzte Story aufgehört hat. Leider ist der letzte Speicherstand nicht übernommen worden. Das heißt, bei mir hat es beispielsweise gepasst, dass die bei Devin wurde bei mir gedraftet von Dallas. Ist jetzt auch im Trainingslager von Dallas, deswegen passt es. Ich kenne aber auch viele Leute, wo er gar nicht gedraftet wurde oder von einer anderen Mannschaft gedraftet wurde. Und die Leute werden trotzdem gezwungen, halt in Dallas Cowboys Uniform zu spielen. Das ist halt ziemlich krass für Giants-Fans oder Eagles-Fans oder sonst was. Insgesamt ist die Story auch sehr, sehr, sehr durchschaubar. Man sieht alles 3 Meilen vorher. Es ist extrem cheesy manchmal, bin ich ganz ehrlich. Selbst die Witze passen oft nicht, wo man zum Beispiel, wo jemand aufs Feld rennen möchte und seinen Helm vergisst an der Sideline. Die beiden haben einfach University of Texas gespielt, also in den Longhorns. Und solche Leute vergessen ihre Helme an der Sideline nicht. Also das sind halt solche One-Liner, die auch absolut nicht passen. Die Story ist weiterhin, dass Devin Wade in der NFL Fuß fassen möchte, Colton Cruz genauso. Wenn er das nicht schafft, versucht er halt gleichzeitig so ein Showbusiness aufzubauen mit seiner Sängerkarriere. Ja, also ich muss leider sagen, dass es der schlechteste und schwächste Punkt des ganzen Spiels leider ist. Außerdem gab es noch keine Bugs, wie zum Beispiel, dass ich im vorletzten Drive eines Spiels gescored habe. Dann haben wir 38 zu 24 geführt. Und dann war der nächste Cutscene. Dann denke ich, okay, jetzt kommt der lockere nächste Drive. Einfach Zeit runterlaufen lassen, alles easy. Vielleicht mein erster NFL-Sieg. Und auf einmal liege ich 34 zu 38 zurück. Also wie? Also wie soll das denn funktionieren, dass mir auf einmal Punkte abgenommen werden? Also das sind halt einfach Sachen, die halt absolut nicht zusammenpassen. Und es tut mir wirklich leid. Ja, also ich empfehle es nur den Leuten, die wirklich wissen wollen, wie es weitergeht. Ansonsten waren das echt, ja, sehr, sehr schlecht. Also mit den Speicherpunkten, die letztes Jahr gemacht wurden, hat es nicht geklappt, so mit der Übernahme, wie es eigentlich gesagt wurde. Genau. Das ist schade. Okay, kommen wir dann schon zum Gameplay. Da gab es auch ein paar Neuerungen, wie zum Beispiel das Replayer Motion. Wie hast du das bemerkt? Wie hat sich das insgesamt das Game gespielt? Hat es dir Spaß gemacht? Wie war das vom Movement? Hast du neue Sachen erlebt? Ich habe es jetzt nur negativ gesagt, es tut mir wirklich leid, weil der Rest zum Glück nur positiv ist, das muss ich euch mal vorwegnehmen. Die Replayer Motion sieht man wirklich im Spiel. Also Leonard Fournette läuft anders als ein Devonta Freeman. Er läuft auch wieder anders als ein Le'Veon Bell. Natürlich alles nur zum gewissen Grad zur Realität, denn niemand kann so die Patience hinter der Line of Scrimmage wirklich ja, so haben wie Le'Veon Bell, muss man einfach sagen. Aber man sieht den Leuten einfach an, dass die ja wirklich sehr viel Arbeit da reingesteckt haben. Und selbst durch diese Replayer-Motion ist es auch so, dass die Hits und die Spiele auch immer anders verlaufen als früher. Es gibt neue Animationen, der Look sieht nochmal, die Visuals sehen nochmal wesentlich besser aus als vorher, das muss man wirklich sagen. Was Gameplay-mäßig angeht, auch ein bisschen langsamer als vorher dadurch, also ein bisschen mehr Simulation. Für mich ist das sehr gut, ich mag es so lieber. Nicht mehr dieses Arcade-Stick-Sportspielmäßige, sondern halt ein bisschen realistischer, was das angeht. Gameplay-mäßig ist das bis jetzt das beste Madden, was ich je gespielt habe. Ich bin gespannt, ob die Community es genauso sieht und wie die Community es auffasst, aber Gameplay kann ich wirklich nur wirklich sehr, sehr, sehr loben. Wie ist das mit dem One-Cut-Mechanismen? Hast du das sehr gemerkt oder sagst du, ja, ist es noch nicht so gelungen? Oder? Nee, es geht. Also es gibt diese One-Cut-Mechanism, wo wir halt durch die O-Line gehen und durchs Loch und dann genau zum richtigen Punkt auch antreten. Das merkt man schon in guten Backs dann an, dass man auch einen sehr schönen Cut machen kann. Den Burst merkt man auch sehr gut, genauso wie in der Defense. Diesen Breakdown vom Tackle funktioniert auch alles, bringt sehr viel Realismus ins Spiel rein. Also muss man wirklich sagen, da hat EA eine Schippe draufgelegt. Erst denkt man, man merkt es gar nicht so. Also die erste Stunde kommt es einem gar nicht so vor, als ob man ein neues Spiel spielt. Und dann auf einmal merkt man, okay, jetzt macht so Klick. Und dann sieht man wirklich, wie der Unterschied ist. Und wenn man dann zurückgehen würde, würde man es noch mehr sehen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut, was das Gameplay angeht. Cool. Zum Gameplay, wenn man Madden spielt, gehört natürlich die Musik und aber auch die Kommentatoren. Wie war das für dich so? Musik ist halt genau mein Musikgeschmack, das passt eigentlich ganz gut. Aber Kommentatoren ist wie letztes Jahr leider nicht so auf demselben Punkt. Letztes Jahr haben wir 2 neue Kommentatoren bekommen, ich glaube Charles Davis und Brandon Gordon. Ja. Und dieses Jahr wieder dabei. Ich hoffe, dass es über die Saison hinweg ein bisschen besser mit dem Updates wird, weil jetzt gerade ist es so, dass
selbst meinen ersten zwei, drei Spielen waren ungefähr ein Drittel alte Zeilen dabei. Also es war halt echt ein bisschen schade, was das angeht. Überschattet das Gameplay absolut nicht, aber es ist so ein kleiner Wermutstropfen. Also. Gehört halt dazu, wenn man das Spiel spielt. Dann gibt es auch noch Sachen und Neuerungen im Franchise-Mode. Ja. Wie hat dir das gefallen? Was gab es für Neuerungen? Neuerungen, die hauptsächliche Neuerung im Franchise-Mode ist einmal, dass es Schemes gibt, also Offensive und Defensive Schemes. Wenn man jetzt eine West Coast Offense spielen möchte oder wenn man halt eine 3-4 oder 4-3 spielen möchte, sieht man direkt vom Personal, welche Spieler man hat und welches Scheme am besten zu einem passt. Football-Kenner interessiert es nicht so ganz, weil es nicht so krass aufs Gameplay sich auswirken lässt, aber für die Neulinge, die dann halt ihre Spiele auch upgraden möchten in der Franchise, ist das eine sehr, sehr willkommene Unterstützung, muss man wirklich sagen. Das größere Ding für mich war einfach, dass es jetzt Custom Draft Classes gibt. Man kann Draft Classes kreieren oder einfach automatic generieren. Das heißt, die Community, ich wette eh darauf, dass es passiert, wird auf jeden Fall die Stunden investieren, in meiner Meinung, dass sie halt eine realistische Draft Class zum Beispiel machen. Und da haben viele Fans nachgeschrien und haben es bekommen und es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr gut, muss man einfach sagen. Okay, es gab ja noch ein paar andere Änderungen, wie das Ultimate Team. FIFA-Leuten ist es bestimmt ein Begriff. Wie ist es bei Madden, ganz kurz, für die Also, Leute, die es noch nicht kennen, ja, was also Neues? MUT, also Madden Ultimate Team, ist halt so wie sonst auch die EA-Spiele, dass ich halt eine ja, Fantasy-Mannschaft sozusagen habe mit verschiedenen Stärken und wenn ich neue Spieler haben möchte, muss ich halt diese Packs öffnen. Da ist das dieselbe Formel. Also ich spiele, krieg Points und Coins und kann dadurch neue Packs kaufen und kann dadurch dann wieder meine Mannschaft verbessern. Da ist nochmal der Unterschied, dass ich dieses Jahr die Spieler separat upgraden kann. Es ist natürlich ein Grind damit verbunden. Viele werden es wahrscheinlich lieben, manche werden es wahrscheinlich hassen. Gute ist halt nur, dass ich diesen Grind nicht manchmal umsonst mache. Das heißt, wenn ich manchmal Punkte reinstecke und dann doch jemand anders kriege, kann ich die Punkte zurücknehmen bis zu einem gewissen Grad und dann halt dann wieder einen anderen Spieler reinstecken. Also es ist jetzt nicht verlorene Zeit. Das ist sehr, sehr schön. Da gibt es noch die Erneuerung, dass wir früher auch, oder letztes Jahr gab es ja diese Dreier-Koop-Spiele auch online. Die gibt es dieses Jahr endlich auch offline. Das heißt, wenn ihr Couch-Koop machen möchtet und dann CPU spielen möchtet, wäre auch eine Option, genauso wie online natürlich. Und als nächste und letzte Erneuerung eigentlich, da gibt es die Solo-Challenge-Tournaments. Das heißt, NFL-Player oder Athletes oder Celebrities oder sonst was können halt solche Tournaments, wird halt in so einem Feature jede Woche oder Zeitraum weiß ich nicht ganz genau, auf jeden Fall wird es immer erneuert Ja. und dort können wir dann ja, neue Punkte ergattern und dann wieder unsere Mannschaft verbessern. Ja, cool. Also Tester Olaf, wie ist so dein Fazit über Madden NFL 19? Ich habe so eine 8,5 bewertet und man muss wirklich sagen, Antonio Brown passt zum Cover wirklich, denn in dem Spiel ist wirklich Business is booming, passt einfach wirklich sehr, sehr gut, bis auf Longshot leider. Das ist wirklich ein Wermutstropfen, weil sehe ich einfach so Potenzial liegen gelassen, auch eine Chance einfach liegen gelassen von EA. Der Rest, Gameplay, vor allem das Gameplay, Franchise und MUT haben auch nochmal eine sehr schöne, ja, eine Schippe draufgelegt bekommen. Ich kann es Madden-Kennern und die Bock drauf haben, werden es wahrscheinlich eh kaufen, aber auch Neulingen empfehlen, weil es einfach ein ganz guter Punkt ist. Madden ist gerade an so einem Spot, der für viele zugänglich ist und immer noch sehr, 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 oder jetzt sehr, sehr gutes Gameplay hat. Und ich kann es wirklich allen nur empfehlen, wie gesagt, mit einer 8,5 von 10 bewertet. Also ich sehe mich auf jeden Fall länger noch das Spiel spielen als den letzten Tagen. Cool. Dann war es das auch schon mit Testesser. Wenn ihr das noch nicht getan habt, liken, subscriben. Habt ihr vielleicht noch Fragen an unseren Testesser Olaf zu Madden? Immer gerne raus. Und ansonsten liken, subscriben, Feedback geben. Wir freuen uns. Ciao! Haut rein!